Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Im letzten Part haben wir Meister Hammett befreit und Dodonpa eine hörige Lektion erteilt, die er so schnell sicherlich nicht vergessen wird. Aber es gibt jetzt noch was hier drin. Es gibt auf jeden Fall noch was da drin, aber wir können gerade da nicht rein. Warum nicht? Okay, dann eben nicht. Dann müssen wir erstmal wieder Lumpa verlassen. Und dann müssen wir zu einem späteren Zeitpunkt hier nochmal hinkehren, weil da, wo der Dodonpa war, gelegen hat, da ist jetzt der Hintergang frei und da befindet sich ein Merkur-Djinn. Nanu, da war doch jemand. Ich glaube, ich habe gerade jemanden gesehen. Ja, ich habe auch etwas gesehen. Glaubt ihr, Dodonpas Leute haben uns gefunden? Kann sein. Wenn ja, dann müssen wir uns sofort um sie kümmern. Einen Moment. Bist du das, Bunsa? Diese Stimme. Das ist Hammett. Also hatte Dodonpa nie die Absicht, Hammett freizulassen? So ist es. Darum haben Ivan und seine Freunde ihn gerettet. Nachdem sich Isaac entschieden hatte, haben wir alle beschlossen, Hammett zu retten. Hey Ivan, willst du damit sagen, das war alles eine Idee von Isaac? Nein, ich meine, auch du und Mia habt uns geholfen. Danke, Isaac, Garrett und Mia. Und natürlich auch Dank an dich, Ivan. Diese Höhle zu finden war gute Arbeit, Bunsa. Ja, äußerst beeindruckend, Bunsa. Das war reiner Zufall. Ich wollte wirklich nicht nach Lumpa kommen. Weil wir wussten, dass die Diebe Hammett in Gefangenschaft hielten. Warum seid ihr dann hierher gekommen? Ich habe mich daran erinnert, was Hammett mir über ein erfolgreiches Dasein als Kaufmann erzählt hat. Wirklich? Er hat dir gesagt, du sollst in Lumpa Handel treiben? Nein, ich meinte mehr seine allgemeinen Weisheiten. Händler dürfen Kunden nicht nach ihrem Aussehen beurteilen. Halte dich nicht von einem Ort fern, nur weil etwas Unangenehmes passieren könnte. Solange Kunden mit deiner Ware rechnen, musst du alles in deiner Macht Stehende tun, um sie zu verkaufen. Du kamst also, um die Bewohner der Stadt mit deinen Waren zu versorgen, obwohl du Dodonpa verabscheust? Das Schicksal hat dir diese Gelegenheit zugespielt. Aber warum dachtest du, dass man einen Händler aus Kalai in Lumpa einlassen würde? Das dachte ich nicht und in der Tat hat man mich nicht eingelassen. Und obwohl du das wusstest, bist du gekommen? Aber weißt du was? Es gab jede Menge Unruhe, nicht wahr? Er muss die Aktivitäten meinen, die Dodonpas Gerüchte ausgelöst haben. Ein Teil passte plötzlich zum anderen. Der ganze Wirbel musste mit Hammett zu tun haben. Ich musste herausfinden, was vor sich ging. Und so hast du diese Höhle gefunden? Ich wette, du konntest dieses Tor von der einen Seite nicht öffnen. Aber dann hat es sich plötzlich bewegt, also habe ich mich hinter einem Felsen versteckt. Wir haben dich erschreckt, nicht wahr, Bunsa? Ich bin froh, dass ihr Hammett gesund und munter herausgeschmuggelt habt. Hm.
Warum sagst du das, Bunsa? Dodonpas Leute haben das ganze Gebiet durchkämmt. Selbst wenn sie nicht hinter Hammett her sind, wenn sie ihn finden. Vielleicht fangen sie Hammett nochmals ein. Lasst uns von hier verschwinden. Aber wir dürfen uns nicht von Dodonpas Leuten dabei erwischen lassen. Was sollen wir tun, Isaac? Sollen wir bleiben und kämpfen? Ja. Hammett aus der Festung zu befreien war gefährlich genug. Was sollen wir dann tun, Bunsa? Ich habe einen Wagen in der Nähe. Einen Wagen? Genau. Lasst uns alle in meinen Wagen nach Kalei zurückkehren. Fällt ein Wagen nicht zu sehr auf, wenn uns Dodonpas Leute suchen? Kein Grund zur Sorge, ich bin schon länger hier, als der Aufruhr anhält. Stimmt, deinen Wagen kennen sie bereits. Genau, Garrett. Außerdem werden sie mich nicht verdächtigen, mit der Sache hier zu tun zu haben. Das ist eine gute Idee. Dann lasst uns auf dem Wagen nach Kalei fahren. Sollen wir auch auf dem Wagen fahren? Nee. Wie? Du willst nicht auf Bunsas Wagen fahren? Genau. Hast du in Lumpa noch was zu erledigen? Ja. Wenn du darauf bestehst, bleibe ich bei dir. Hey, ich kann euch beide nicht alleine zurücklassen. Ich werde auch bleiben. Hammett, ich werde zusammen mit Isaac gehen. Ja, Ivan, du solltest deine Freunde auf dieser Mission begleiten. Ich bin enttäuscht, dass wir nicht zusammen nach Hause reisen können, aber ich habe Verständnis. Sei vorsichtig, Ivan. Na dann. Ah, sie sind weg. Ich hoffe, Hammett und Bunsa kommen sicher nach Kalei. Sie werden es schon schaffen, da bin ich mir ganz sicher. Nun, dann mal los, Isaac. Lass uns gehen. Na dann. Ich glaube, jetzt können wir wieder zurückkehren. So, Na dann, wollen wir mal. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Nicht, dass wir wirklich erst nach Kalei mussten. Erstmal Tarnkappe hier. So, zack. Jo, können wir. Gut. Festung von Lumpa. Gut. Ja, jetzt die Frage, wo das war. Ich gehe am besten nochmal den regulären Weg, den ich erst auch gegangen bin. So. Hier vorbei. So. Dann hier. Nein, hier war bloß der Mann. Uiuiui. Da wurde ich wieder angeschrieben auf Skype. Also, Tankkappe erstmal. Gleich kommt nämlich wieder eine Wache. Genau die da. So, und weg, 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 weg. Gut, 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 gut. So. So eine Schleichaufgaben in jedem Spiel, die regen mich schon auf. Dann war... Hier war... Ja, komm schon. Zack, 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 zack. Einmal drauf. Ja, danke. Genau. Gut, ja, weitermachen natürlich. 162. Hier oben, war das der Raum? Nein, war nicht. Wo war der Raum jetzt? Hier war es auch nicht. Dann müssen wir zurück. Dann müssen wir hier erstmal weiter. Eine Tarnkappe. So, gehen nochmal eine Runde. Und jetzt. So. Ui, das war knapp.
So, und jetzt nach oben. Nochmal nach oben. Hier waren die Damen der Schöpfung. Und dann... Ach ja, komm schon. So, Kiesel, Fieber, Böe und, dann mach du den hier. So, zack, dann Kiesel. So, das ist irgendwie auch blöd gemacht, dass die Besiegten schon wiederkommen. Kann auch sein, dass sie inzwischen geheilt wurden. So, dann machen wir Epizentrum. Wir machen mal Kirin. Wir machen Tornado und wir machen Neride. So. Epizentrum. So. Ja, schöne Rauchbombe. Nützt aber nichts. Okay, jetzt. Ja, gut. So, Neride. Erster besiegt, zweiter besiegt, dritter noch nicht besiegt. Okay, jetzt aber Kirin. Zack. Jetzt ist er besiegt. Gut. Gibt wenigstens noch ein paar Bonuspunkte. Ist auch gut so. So. Genau. Na los, mach schon. So, zack, zack, zack. Gut. So, Nummer 2. Gut, verbünden sich wieder. So, Runde 2. Da müsste er auch schon down wieder sein, genau. 162 Punkte. Gut, genau. Donpa ist für eure Taten sehr dankbar. Was? Ja, dann lasst mich durch. Danke für eure Hilfe mit Dodonpa. Da ihr Dodonpa eine Lektion erteilt habt, möchte ich euch eine Kleinigkeit geben. Gebt diesen Leuten ein Zeichen meiner Dankbarkeit. Tief hier drin ist eine interessante Kreatur, gegen die ich vor langer Zeit gekämpft habe. Ich überlasse euch dies. Gebt gut darauf Acht. So, na dann. Gut. Okay, ohne Kampf. Der Merkur-Djinn Tonico. Folgt wen jetzt? Folgt Garrett, aber soll Mia folgen. So. Ja, okay, anscheinend gibt es doch noch ein mehr von jeder Sorte. Okay. Gut, jetzt können wir Retrie, also Rückzug, möchte ich bitte einsetzen. So. Dann kommen wir nämlich wieder schön raus. So. Das wäre dann nämlich auch erledigt. Gut, wunderbar, Wunderbärchen. So, jetzt geht's wieder auf nach Kalai. Ich werde mich aber erstmal im Inn ausruhen. Bevor wir dann wieder aufbrechen. So. Alles klar. Gut. Angenehme Nacht hatten wir. Danke. So, dann gehen wir zurück nach Kalai, würde ich sagen. Achso, wir müssen ja so durch. Dann müssen wir hier wieder die Treppe hoch. Genau. Höhle von Westlumpa. Gut. Na, du sollst den Schalter drücken. Meine Güte. So. Alles klar. Hinunter. Ja. Gut. Dann die zwei Pestpilze erledigen. Natürlich. Sind doch nicht schwer. 6 Punkte, 6 Münzen. So, dann hier über die Brücke. Nein, das war falsch. Wir müssen noch weiter runter, glaube ich. Eine Beißmaus.
Oh Gott, ich und Orientierung, das ist wieder ein großes, großes Problem. So, hier, glaube ich, war das. So. Ganz genau. Zack und zack. 6 Punkte, 6 Münzen. Gut. Ah, da geht's schon wieder nach Kalei. Wenn wir den nochmal einen Besuch abstatten, würde ich sagen. Wenn ich jetzt wüsste, wo die sind. Hier nicht, hier ist der Priester. Waffenladen. Händler, aber nicht die, die wir suchen. Müssen wir hier überhaupt? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber man kann ja mal nachgucken. Vielleicht im Inn. Vielleicht hier unten. Ich weiß es nicht. Ah, hier war ja das mit der Seeüberfahrt. Genau. Ich erinnere mich. So, nö, scheint nicht so. Im letzten Zimmer vielleicht? Nö. Alles klar. Dann werden die vielleicht schon weitergezogen sein. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wüsste ich jetzt nicht, wie es weitergeht. Okay. Dann gehen wir... wir gehen... Na, zurück erstmal nach Tolby. Also, genau. Höhle von Gondovan müssen wir. Glaube ich, war das. Höhle von Gondovan, ja. Weil anders kommt man ja nicht mehr zurück. Kalei-Tunnel? Ja. Ah, dann eben nicht. So, dann hier wieder raus. Dann müssen wir doch dem gelben Weg hier folgen. Der nicht springt, alles klar. So, zack, 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 zack. So. Besiegt und besiegt. 122 Punkte. Das ist gut. Wir müssen runter. Ich muss doch durch die Höhle von Gondovan, oder? Weil anders komme ich ja nicht mehr zurück nach Tolby. Oder mit einer Bootsüberfahrt, aber... Das glaube ich nicht. Ach Gott. Da war Kalei. Aber nach Kalei will ich ja jetzt nicht. Ich will ja erstmal zurück nach Dings. So, hier ist noch eine Höhle. Ja, das hier muss ich hin. Genau. So, dann hinunter. Und zack, und zack. Gut. Dann einmal Telekinese. So. Gut, okay. Eine zwei Kriegerbienen und ein Rattenkrieger. Okay. Sollte machbar sein. Natürlich, was sonst? Gut. Die haben sich vermehrt, die Spasten. Okay. Gut, du hast nichts. Dann machst du mal Feuerball. Du machst mal Jupiter und du machst mal Merkur. So, Venus. So. Merkur. So. Und Feuerball. Zack. So, und dann einfach nochmal angreifen. Das sollte es dann auch schon gewesen sein. Ganz genau. 295 Punkte. Gut,
Gut, ja. Ich würde sagen, weitermachen wir im nächsten Part, Freunde. Da wird es dann auch mit der Story endlich weitergehen. Ich sage, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.